Nach der Enttäuschung am Dienstag war es natürlich nicht einfach, aber wir haben uns einfach zusammengeschworen und haben einfach gewusst, okay, es ist wieder ein neues Spiel und ich glaube, wir sind da gut reingekommen, haben uns einige Chancen erarbeitet. Ich glaube, es war eine gute Reaktion auf das Pokalspiel. Ich denke, erste Halbzeit ja, sehr, sehr ordentlich von uns. Wir haben eigentlich gar nichts zulassen in der ersten Halbzeit, müssen natürlich aus unseren Chancen mehr machen. Das hängt uns halt die ganze Saison schon nach, dass wir keine Tore machen. Gefühlt machen die Mainz am ersten Torschuss 1-0. Dann wiederum, glaube ich, eine gute Reaktion der Mannschaft, da nicht irgendwie zusammenzufallen, sondern ja, auf das Unentschieden zu spielen. Und ich glaube, wir waren immer am Rücken. Viele Situationen um die 16er herum und dann haben wir es vielleicht auch irgendwo gezwungen. Bei mir persönlich ist schon der Ärger groß, dass wir da die Punkte jetzt nicht mitgenommen haben, weil wir es uns, glaube ich, verdient hätten. Wenn man sich die Statistik anguckt, spricht alles für uns. Torschuss aufs Tor. Ja, jetzt nehmen wir den Punkt mit. Jetzt haben wir aus den letzten drei Spielen 5 Punkte geholt. Aber jetzt gucken wir auf Freitag, da kommt Paderborn zu uns. Ein immens wichtiges Spiel wieder und ja, da müssen wir wieder voll da sein. Es ist wieder direkt das Duell im Abstiegskampf und wieder heiße Sache, Freitagabend und zu Hause. Wenn wir wieder so auftreten, dann glaube ich, werden wir auch wieder viele Chancen haben und hoffentlich machen wir dann mehr Tore. Bis zum Schluss gibt es immer irgendwo einen Endspielcharakter. Jedes Spiel ist eminenz wichtig. Man muss so viele Punkte mitnehmen wie möglich, um halt bis zum Schluss irgendwo in der Verlosung zu sein. Ich glaube, das muss unser Ziel sein. Ja, dann kommen irgendwo die Spiele, wo keiner was von uns erwartet, aber die müssen erstmal gespielt werden und im Fußball ist alles möglich.